Hallihallo und herzlich. Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir versucht, den Felsen da oben kaputt zu machen und wir haben versagt. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal und sind diesmal ein bisschen näher dran, hoffentlich. Aha! So muss das. Gut. Fuck. Nicht, was ich wollte. Ich wollte die Eisenstiefel ausziehen. Okay, ich habe meine Lektion gelernt. Bomben. Das war aus Versehen. Kamera, danke für deinen nicht existenten Versuch zu helfen. Lass es. Danke. Damit wird es Zeit für den nächsten Dungeon. Erstmal rumzappeln, ne? Oh, offiziell ist das noch nicht Dungeon. Interesting. Gucken wir mal weiter. Schöne Unterwasserwelt. Das ist ein Gegner scheinbar. Das sind scheinbar viele Gegner, die uns töten wollen. Wallen, die uns auch töten wollen mit Elektro. Uiuiui. Jetzt sind wir oben. Damit sind wir im Seeschrein. Oh mein Gott, ich habe euch schon ein halbes Herz verloren. Lila Gelee kriegen wir hier nochmal. Das wird uns wahrscheinlich heilen. Die Effekte sind noch nicht erforscht. Das ist ja wundervoll. Da hinten haben wir doch... Ging ja schnell mit der ersten Schatztruhe. 20 Rubine wahrscheinlich, gell? Pfeil O. Was? Kommst du denn her? Rotes Gelee. Wahrscheinlich den Effekt wie rotes Elixier. Ist mir doch egal. Ich brauche erstmal keins von dem Kack. Ah, fuck, den hätte ich leben lassen. Na, egal. Das war dumm. Ich hätte einen von denen leben lassen sollen und dann in eine Flasche füllen müssen. Naja. Wir werden es auch ohne schaffen. Weitere Wasserbomben. Ah ja, okay. Okay, wir scheinen also hier mit Bomben ausgestattet zu werden. Warum auch immer die Erfindung von Burns hier in diesem Tempel rumlagert. Weird, aber okay. Gut. Also da ist noch... Oh, da ist noch einer. Nice. Das heißt, du dahin. Du dahin. Lampe raus. Zeug rein. Damit können wir dann... Ich weiß nämlich nicht, was das Lila-Gelee macht, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, was das Lila-Gelee macht. Fuck, da. Okay. Wir haben rotes Schleimgelee. 8 Herzen. Ach, guck, okay, es hat den gleichen Effekt wie das Elixier. Ich kann auch Pfeile, ich werde nicht aus Versehen so viele Pfeile verschießen, dass es schlecht für uns wird. So, wir müssen hier jetzt irgendwie durch, aber die Tür ist zu. Ich denke, jedem Zelda-Fan ist schon klar, was wir tun müssen. Das da. Easy. Ja, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, was wir hier tun müssen. Mehr ist es nicht. Oh, an den Raum kann ich mich sogar noch erinnern. Guck mal da. Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst diese Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Really? Tja, da wird sich der geneigte Leser jetzt schon denken, hä, was zum Fick, wie soll das gehen? Aber ich denke mal, es ist klar. Na? Es ist, denke ich, klar. Oh, das war knapp. Sonst noch was? Nee, ne? Nope. Gut. Dann machen wir wieder den. Und gucken halt mal, was wir sonst noch so tun können. Ah, hier kann ich runterlaufen. Okay.
dein fucking Ernst? So, ich krieg dich schon tot. So ein spannender Kampf. Ich krieg dich schon noch tot. Ich geh ein bisschen zurück, dann kannst du wieder wie ein Idiot in der Gegend rumlaufen. Der ist komplett eingeschlossen. Der kommt da nicht mehr raus. Oh, wow. Chill, Digga. Verdammt. Nein, oh. Gerade verschwendet. Ja, komm, dreh dich um oder so. Was auch immer du willst. Das ist ja blöd, dass der sich da festglitschen kann. Dreh dich doch mal woanders hin um. Nicht immer zu mir. Das andere umdrehen, wo du mal von mir wegguckst, du Arsch. Jetzt haben wir einen. Ich erinnere mich nämlich, dass wir die Dinger, glaube ich, sogar brauchen für. Na? Jetzt ist es weg. GG's Link. Schön. GG's Link. Na egal. Viech tot. Problem solved. So Viech ist dead. Noch so eins. Weg mit dir. Bam. Tot. Defeated. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier gab es noch irgendwelche Rätsel oder so einen Scheiß. Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube, hier gab es noch irgendwelche Rätsel, die man so lösen wollte. Ein bisschen. Yo, ich hab mein Schild draußen, du Arsch! Ja? Nervig. Weg mit dir, fertig. So, Ende. Habt ihr das gesehen? Ignoriert einfach, dass mein Schild drauf ist und killt mich einfach so. Alles klar. Suck life, Alter. Suck life, das Suck life hier. So, okay. Mein Boomerang sollte gut genug sein, um die Dinger zu vernichten. Und ich erhalte Pfeile, wenn ich sie rechtzeitig treffe. Wait, was? Wo sind die? Ja, wo ist denn das Zeug, das du mir holst? Oh Gott. Der Sturmboomerang ist mit das dümmste Item in dem Game. Es funktioniert einfach nicht. Es ist der Hammer. Es funktioniert einfach nicht. Weder die Pfeile noch das Geld sind zu mir angekommen. Why the fuck nutze ich dich überhaupt, wenn du nicht mal mehr gehst, ein blödes, komisches Kackding, ey. Naja, egal. Scheinbar wollen wir diesen Raum hier nur verlassen. Da hinten habe ich nochmal eine Chance, Pfeile aufzufüllen. Und eine Schatztruhe. Okay, dann kann ich da auch hin. Das heißt, ich habe auch die realistische Chance, dass ich an die Pfeile rankomme. Gell, Sturmboomerang, Samar. Irgendwie ist unsere Windgeistherrin-Dings mal wieder ziemlich zickig und macht nichts richtig. Kein Wunder, dass nur so ein blöder Affe dich hat. Das war jetzt schon ein bisschen gemein, ich gebe es jetzt zu. Sonst ist hier eigentlich nichts, ne? Frag mich, ob da was ist, wo man nur rankommt, wenn man das Ding nicht runterholt, weil das Ding macht ja irgendwie keinen Sinn. Das hängt ja einfach nur da rum, ne? Weird. Naja. Mehr scheint hier erstmal nicht zu sein. Wir werden feststellen, falls hier etwas. Sagst du mir was zu dem? Findest du nicht, dass es viel hier viel angenehmer ist als in der Mine der Goron? So schön kühl.
Also gut, wo ist der Schattenkristall? Komm, ich finde ihn für mich. Ist jetzt nicht so das Problem gewesen, der Kleine. Schade, dass sie das... Es ist echt schon ein bisschen schade, dass Midna einem nichts zu den ganzen Gegnern sagt. Die Texte wären bestimmt interessant gewesen. Okay. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesagt. Ich kann jetzt mal eine Ankündigung machen. Und ab diesem Raum, also ab spätestens diesem Raum, ergibt die Ankündigung Sinn. Dieser Dungeon hier, ist der mit Abstand komplizierteste und schwierigste, den es in einem Legend of Zelda jemals gegeben hat. Yep. Das mag erstmal total komisch und verwirrend klingen, aber das ist so. Viele Leute beschweren sich über den Wassertempel aus Ocarina of Time, aber der Wassertempel aus Ocarina of Time ist im Gegensatz zu diesem Dungeon hier nichts. Also im Vergleich zu diesem Dungeon hier nichts. Ein fettes, feuchtes Nichts. Dieser Dungeon ist so kompliziert. Ich habe hier so viel Zeit verloren. Ich habe hier so lange gebraucht, bis ich diesen Dungeon durch hatte. Er ist so kompliziert, so komplex, so schwer. So weird, so verwirrend, so unschaffbar. Man kann das nicht anders beschreiben. Ja. Egal, wir laufen hier erstmal rum. Da ist eine Tür gewesen, wo man rein konnte. Weg mit dir. So, da ist auf jeden Fall eine Truhe für uns. Mehr als Geld wird da nicht drin sein, aber ist wurscht. Wir erhalten Pfeile. Okay. Das heißt, hier ist irgendwann wahrscheinlich in der Nähe irgendwas, was wir mit Pfeilen abschießen können. Oh. Ach, guck. Da ist irgendeine verschlossene Tür. Da unten können wir runterfallen. Da müssen wir wieder hochklettern. Gewinnen tun wir da also nicht. Oder? Ich sehe von hier keine Truhe. Das heißt, ich werde es nicht riskieren, da jetzt runterspringen. Zeit für. Das hier ist das Feature des Dungeons. Yes. Wir können auf die Art und Weise das Ding umdrehen und müssen dann in unterschiedliche Räume gehen. Was für uns dann aber auch wieder bedeutet, manche Räume sind zu manchen Zeiten zugänglich und für andere müssen wir ganz schön viel springen. Check dir. Einschlagen, du bist tot. Herz. Oh, danke. Wer des Herzens nicht ehrt und so, weiß es. Hier ist zu, das ist... Tante! Tante! Da ist die Tante! Oh, mein Lieblingsbegleiter. Puh, endlich draußen! Ach, der nette junge Mann schon wieder. Mensch, schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Das Vita haben wir bisher noch nicht benutzt, aber die nächsten Dungeons werden nicht einfacher. Von daher vermute ich mal, wir machen das jetzt einfach mal. Damit man das auch mal gesehen hat. Willst du nach draußen, dann helfe ich dir raus. Kannst jederzeit hierher zurück. Mach dir keine Sorgen. Lass uns nach draußen gehen. Also gut, das kann mein kleiner Liebling. Darf ich vorstellen, das hier ist Tantes Liebling. Wenn du von draußen wieder hier rein willst, frag einfach meinen Liebling, er warbt dich zurück. Wenn du mich am Eingang treffen willst, solltest du direkt dorthin gehen, anstatt zu warpen. Also dann, gute Reise euch beiden. Ja. Tante und ihr Liebling. Jetzt dachte ich, ich kann den voll mit der tiefen Stimme synchronisieren, aber der scheint gar keine eigene Stimme zu haben. Weird. Okay, wir haben jetzt den Liebling als Item. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit wir gehen können. Ich weiß es nicht. Das ist halt, falls man irgendwie, weiß ich nicht, an eine Stelle im Dungeon kommt, wo einem die Bomben ausgehen oder so. Man findet drin im Dungeon keine mehr. Dann kann man eben Tante und ihren Liebling nutzen und kann sich dann halt auf die Art und Weise raus und rein warpen. Ich habe den Liebling tatsächlich, wie ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich den Liebling nie gesehen. Ich habe ihn nicht kennengelernt, weil logischerweise muss man sich dafür rauswarpen und dafür gibt es eigentlich nie einen Grund. Also es gibt keinen Grund und man macht es dann halt nicht. Ich habe es halt nie ausprobiert. Okay, also Tantes Liebling. Wollen wir zurück zur Tante? Na klar. Let's go. Na gut, dann warp ich dich zurück.
cool, oder? Finde ich mega cooles Feature, gefällt mir sehr gut. Das wird sich später noch mehr lohnen. Bei den ersten drei Dungeons lohnt sich das schon mal gar nicht. Also wirklich, wenn man es wirklich muss. Später hat man, sage ich mal, einfacher die Möglichkeit, an unterschiedliche Orte zu reisen. Und dann kommt man auch schnell über größere Distanzen. Und dann kann man nämlich wo ganz anders hingehen, wenn man merkt, dass einem irgendwas fehlt, was in der Nähe gar nicht ist. Ja, wenn hier jetzt Bomben irgendwie so sind, ja, was soll ich denn machen? Klar kann ich mich jetzt rauswarpen, aber hier werden ja nirgendwo Bomben verkauft, außer von diesem einen Typen für einen Haufen Geld. Pfeile, ja, wo kriege ich Pfeile hier draußen her, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Da muss ich dann Glück haben, dass ich irgendwo dann wieder diese Stelle finde, da am Rand vom Hylia-See, wo die Pfeile im Gras liegen, wo wir im letzten Part gesehen haben. Aber sonst ist es schwierig, ne? Deswegen lohnt sich das Feature nicht wirklich. Ich habe, wie gesagt, den Tantes Liebling habe ich in meinem ersten Playthrough nie getroffen. Und hier habe ich es auch nur gemacht, weil halt, ist egal. Ah, hallo ihr beiden, da seid ihr ja wieder. Also dann wollen wir weiter. Na klar. Cool, oder? Ich feiere das trotzdem. Ach so, sie warp mich zum letzten Punkt zurück, wo ich gewesen bin. I see. Ah, ist da natürlich ein bisschen blöd. Na? Das heißt, ich muss jetzt einmal den machen. Dann dreht sich das ganze Ding wieder andersrum. Dann lasse ich los. Autsch. Okay, ich vergaß, man kann hier an den Treppen donken. Ah, das war nie so cool. Okay, die Gegner sind auch wieder. Also es merkt sich den Status des Dungeons nicht. Hier können wir durch. Gehen wir doch mal hier durch. Leck mich. Verpiesel dich. Gib mir ein Herz. Arschloch, okay. Da ist ein Herz, danke. Okay, da kommen wir nicht durch. Das hat uns ja weit gebracht. Ja, das ist halt alles so ein bisschen, muss man alles ausprobieren, wo man lang kann und wo nicht. Und das ist der Teil, der sehr verwirrend ist vom Dungeon. Schaut euch die Anzahl der Stockwerke an. Schaut euch an, wie groß die Karte vergleichsweise ist. Zwei Räume. Das wird so nicht aufhören. Das wird nicht aufhören. Link ist so dumm. Link ist so dumm. Weißt du, statt dass er mit seinem Schwert vorausspringt, springt er erst selber und zieht danach das Schwert runter. Sowas macht doch nur ein Vollidiot. Ey, ganz ehrlich, ne? Okay. Na gut. Dann versuchen wir nochmal den hier. Ich vergesse es immer wieder. Man kommt dieses Ding nicht schnell hoch. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Warum macht man diese Treppen unrollbar? Wie war das? Links war, glaube ich, zu, ne? Okay. Es dauert länger, aber Link kriegt keinen Schaden durch seine Dummhaftigkeit. Keine Ahnung, wie man das sagt. Hier ist wieder zu. Okay. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch ein Schlüssel. Also, kann ich doch sehen von hier, oder? Genau, auf der anderen Seite war zu. Das heißt... Autsch. Das heißt, wir müssen hier jetzt wahrscheinlich lang. Das... Hä? Das ist ja auch so ein Mühlenrad. Da kommen wir jetzt noch nicht durch. Das kann ich jetzt schon sagen. Da kommen wir jetzt noch nicht durch. Wir brauchen irgendwo so einen Schlüssel her. Aber da kriegen wir schon mal keinen. Alles, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt nach unten. Ich kann hier springen. Dann dreht das Ding wieder. Dann kann ich den Weg wieder runterlaufen. Und hier könnte dann was sein. Auf der rechten. Ah, guck. Nehme ich. Easy, guck mal, wie schnell man hier Sachen kriegt. Die Karte, oh schön. Ja, die kriegt man hier relativ schnell, weil der Dungeon, wie gesagt, mega verwirrend und kompliziert ist. Okay. So. Das ist der Bossfight. Also ganz unten ist der Boss, das kann ich jetzt schon sagen. Ich erinnere mich eigentlich an das meiste aus dem Dungeon. Ich weiß auch, es gab exakt eine. Es gab exakt eine Stelle, wo ich richtig gehangen bin in dem Dungeon. Da habe ich irgendwie. Habe ich irgendwie eine Woche Pause gemacht vorm Spielen. Und danach findest du das nicht mehr. Dann weißt du eine gewisse Sache nicht mehr, die man auch so nicht unbedingt weiß. Und dann denkt man nicht mehr dran. Und in dem Moment verlierst du. In dem Moment kriegst du nicht mehr raus, was du hier tun musst. Das ist richtig übel. Okay. Hier müsste es, denke ich, weitergehen. Das heißt, wir gucken uns hier mal um.
was wir hier so finden. Ach, Mist. Okay. So geht's auch. Penner. Okay, da sind kleine Viecher, die uns hier halt erwarten. Ah, die stören nicht weiter. Ich hätte ihn auch ignorieren können. Aber besiegen wir ihn halt einfach mal, weil wir es können. So. Fett das alles aussieht. Okay, man kann irgendwie da drüber wohl scheinbar. Da ist ein Raum. Da ist eine Tür. Da ist auch irgendwas, da kommen wir aber, ich stand jetzt nicht hin. Da ist eine Brücke, die liegt aber zu tief. Ne? Liegt zu tief, da kommen wir nicht hin. Wir können versuchen, da drüber zu springen. Ich weiß nicht, ob die Distanz, das sieht irgendwie nicht genug aus, aber... Geronimo! Es funktioniert nicht. Okay. Oh, fuck. Was machst du denn hier? Unhöflich. Also da kommen wir nicht hin. Das sieht kaputt aus. Das sieht kaputt aus. Hier kann ich hochklettern, dann komme ich ja wieder zum Anfang, ne? Kann ich das kaputt machen? Du siehst kaputt aus. Oder bist du nur runter? Moment. 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 Ich glaube nicht, dass das kaputt ist. Ich glaube stattdessen, dass das ein Hinweis darauf ist, was man hier tun muss. Diese Hinweise sind hier extrem so... Ach so, da kann man runter. Ja. Ja, okay. Okay. Alter, die ist halt echt schon gezündet, lol. Ich wollte das einmal ausprobieren. Ich hatte schon immer die Vermutung, dass das so ist. Dein fucking Ernst? Das. Okay. Nur noch du, please. Siehst du, da habe ich den Gang hier schon wieder nicht gesehen. Und da suchst du dir wirklich. Es ist mega kompliziert. Dieser Dungeon ist nicht einfach aufgebaut. Braucht hier keiner zu glauben, dass dieser Dungeon hier einfach ist. Okay, dann kann man nicht hier irgendwie drüber klettern. Kommt dann hier zur Seite irgendwie, ist dann auf der anderen Seite von der Brücke und kann dann da, glaube ich, wieder hoch oder so. Es ist super kompliziert. Es ist wirklich super mega complicated. Wir können auf jeden Fall diese Schatztruhe hier holen. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Ein Schlüssel. Ah, okay, dann können wir wieder zurück. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer dem Gegnerviech. Wo ist es? Da ist es. Da ist es. Auf die Fresse. Tschüssi. Biesel dich, Junge. Gib mir Geld. Gib mir das Geld. Tschüss. Okay, da könnte man auch wieder hoch oder so. Ja. Da war jetzt nichts. Ja, man muss es sich angucken. Spart man sich den Weg hierher nochmal. Falls halt, ne? Hoch bitte. Da war es jetzt wieder gewesen. Ich habe nach oben gedrückt und er geht nach rechts. Das ist halt, weil sie dieses Momentum festhalten müssen. Okay. Was da drin ist? Verkack's nicht. Oh, geht sogar. Lol. Glück habe, ist da eine Fee drin oder so, dann hätte ich was für meine eine Flasche. Ja, nur Geld. Okay. Nur Geld, wenn ihr meint. Oh, da kommt man nicht hoch, da muss man einen anderen Weg gehen. Okay. Okay. Dann können wir jetzt den Weg wieder zurück und könnte ich dann mit dem Schloss die andere Tür aufmachen. Und das ist alles complicated. Das ist alles kompliziert. Ihr werdet noch merken, wie krass complicated dieser Dungeon noch wird. So. Wer das Herz jetzt nicht ehrt und so. Gehen wir wieder zurück. Und es kann sogar sein, dass das Viech hier schon wieder respawned ist. Nee, okay.
Weil die respawnen auch relativ schnell. Okay. Gut, 25 Minuten sind um. Wir gehen jetzt einfach direkt den Weg hoch, würde ich sagen. Und oben mache ich dann fertig. Da können wir dann die Tür aufmachen. Das war, glaube ich, die, die er uns gezeigt hat, wo wir als erstes hingehen. Achso, nee, warte. Da ist ja das Wasserrad gewesen. Da können wir ja gar nichts machen. Es ist komplett. Ich überlege mir, wo ich hin muss. Bis dahin würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.